Weiße Weihnachten für die ganze Familie. An einem schönen Samstagnachmittag ging Rosa Deichmann einkaufen. Frau Deichmann war eine alte Dame und sehr einsam. Ihre Familie und sie waren seit vielen Jahren zerstritten. Die 82-jährige Frau lebte in einer kleinen Stadt in Österreich, in einem riesengroßen Haus mit einem noch größeren Garten. Trotzdem war sie immer alleine. Sie hatte früher einmal eine beste Freundin, aber die starb leider an Lungenkrebs. Ihr Mann war auch schon vor einiger Zeit gestorben. An diesem Samstagnachmittag sollte sich das aber alles ändern. Als sie gerade Salat in den Einkaufskorb legte, sah sie einen kleinen Jungen. Er war nicht älter als 5 Jahre. Rosa Deichmann schaute dem Jungen zu. Er war sehr brav, denn im Gegenteil zu den anderen Kindern wollte er keine Süßigkeiten und Geschenke. Er half sogar seiner Mutter beim Einkaufen. Er brachte ihr alles Mögliche und fragte, ob sie es denn brauchen konnte. Es waren aber immer nur nützliche Sachen. Da er so brav war, durfte er sich etwas aussuchen. Da nahm er sich eine Wurstsemmel. Nichts zum Naschen. Rosa Deichmann mochte den Jungen sofort. 2 Wochen später ging Frau Deichmann spazieren. Und plötzlich sah sie wieder den kleinen Jungen mit seiner Mutter. Der Junge kam zu Rosa und begann mit ihr zu reden. Nach einer Weile fragte Rosa den Jungen, was er sich zu Weihnachten wünsche. Denn in ein paar Tagen war ja Weihnachten. Kevin, so hieß der Junge, antwortete, ich möchte gerne, dass es zu schneien anfängt. Und dann wünsche ich mir, dass die ganze Familie miteinander feiern kann. Kurz darauf kam Kevins Mutter und ging mit ihm weiter. Rosa Deichmann war sehr erstaunt über den Jungen, weil er sich keine Spielsachen wünschte. Jetzt standen ihr sogar Tränen in den Augen. Es ging ihr sehr viel durch den Kopf. Auf dem Nachhauseweg fasste sie einen Entschluss. Als sie zu Hause war, rief sie sofort ihre Tochter, mit der sie seit Jahren keinen Kontakt hatte, an. Ihre Tochter war sehr froh, denn sie wollte sich ja schon lange mit ihrer Mutter aussöhnen, aber sie hatte nie den Mut dazu. Die 2 Frauen beschlossen, Weihnachten gemeinsam zu feiern. So kam es, dass ihre Tochter mit ihrem Mann und ihren 5 Kindern zu Rosa kamen, um mit ihr Weihnachten zu verbringen. Es war ein schönes, besinnliches Fest. Als Eva, das jüngste Kind der Tochter, aus dem Fenster schaute, bemerkte sie, dass es zu schneien begonnen hatte. Voll Freude lief sie ins Wohnzimmer und erzählte ihnen von der wunderbaren Geschehnis. Alle liefen nach draußen und freuten sich über den Schnee. Frau Deichmann hatte von ihrer Tochter einen kleinen Hund bekommen. Sie taufte ihn Kevin, nach dem kleinen Jungen, der immer zuerst an die Familie dachte. Von da an besuchte sie ihre Tochter und Familie sehr oft. Rosa Deichmann war so glücklich wie noch nie zuvor. Und alles hatte sie dem 5-jährigen Kevin zu verdanken.